Herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor mit mir, dem Philipp Drachenberg. Nein, Spaß. Jetzt machen wir mal hier auf Ernst. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also, unser Ziel ist heute natürlich hier weiterzumachen und die Truhe zu sammeln. Und, dazu bin ich gerade auserwählt worden von mir selber, dass ich das machen muss. Okay, irgendwo müssen wir dafür da was reinschießen. Ich glaube hier vorne, so wie es aussieht. Cam? Ja, 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 ja. Boah. Und Adohomora, da ist ja unsere Post schon. Zack. So, machen wir das doch mal. Na, ja, nicht so weit weg, schon ist blöd. Aber so könnte man es vielleicht mal. Nein, F. Ja, aber so sieht es irgendwie langweilig aus. Wieso geht mein Overlay jetzt nicht? Hallo, Menschenskinder. Hallo, was ist denn das heute schon wieder? Ja, du bist ja an. Also. Nee, tatsächlich. Das ist schon mal eine GeForce Experience nicht an. Okay, ein kleiner Moment. Wir machen aber ein anderes Screenshot. So kann das ja nicht weitergehen. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Schussdruck angegangen ist. Hä? So, das ist schon wieder. Aber wir müssen. Ah, okay, wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Hier oder wo? Ja. Na, nein! Ah, okay, zum Glück. Zum Glück überlebt hier. Aber jetzt möchte er kurz. Ah, jetzt möchte er. Hä? Alles gut. Hä? Hey, BD1. Jetzt komisch. Gut gemacht. Ab und zu will er mal scannen, ab und zu will er mal nicht scannen. Das ist echt komisch. Okay, funktionierst du jetzt so? Da haben wir gucken können. Ah, jetzt, okay. Ich weiß nicht, warum der Kester ausgeschaltet war. Machen wir gerade hier ein neues Thumbnail, ne, oder? So ein bisschen. Naja, UI aus. Ah, jetzt weiß ich wieso. Wenn er das öffnet, macht er das Spiel kleiner. Deswegen schneidet er da ein kleines Stück ab vom Spiel. Das heißt, theoretisch müsste mir wieder die R-Funktion benutzen, dass er das Spiel nicht abschneidet. Na, jetzt klar. Nochmal. Wir kommen jetzt wieder zurück. Ach so. Hättest du dich jetzt aber echt verstehen können. Voll Idiot. Die Frage ist jetzt dann, wie kommen wir nach da? Er ist so dumm wie Toastbrot. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch erwähnen muss.
So. Okay, das ging tatsächlich. Unter normale Spielbedingungen wäre er jetzt gestorben. So wie ihr ihn vielleicht kennt. So, wir müssen nach ganz da oben. Ganz nach der Orbe hier, oder? Ja, okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Dann über die Dinger nach der Orbe klettern. Ja, aber wir kommen ganz nach Orbe. Finden wir gleich heraus, nachdem wir tot sind. Was sind denn das für dumme Geräusche hier? Was ist das? Komm hoch. Hopp. Genau, und jetzt müssen wir dann mit dem hier ganz nach der Gruppe. Aber erst dann muss man es mal schaffen. Jetzt. Okay. Hä? Gerade eben war doch das Collectible hier oben. Okay, anscheinend ist es doch nicht hier, sondern da. Oder? Nee. Direkt unter uns. Direkt neben uns. Wartet mal. Genau hier und dann 1, 2 weiter. Okay. Nein, ich sag's nicht. Warum? Was soll denn diese Scheiße? Wie komme ich denn wieder nach da unten? Ah, okay, ja. Na gut, dann müssen wir wieder zurück. Hauptsache, du kannst Flugsimulator spielen, oder was? Soll ich mal eine Stummfolge aufnehmen, dass ich mich... Ich glaube, eine Stummfolge wäre jetzt gar nicht so cool. Schau mal wieder, wie knapp das war. Jetzt dann das nächste. So, jetzt her mit dieser blöde Datadisk. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Sie kann das bestimmt. Die Frage ist halt, ob sie möchte. So, jetzt müssen wir hier runter in den Anglerkanal. Wir kommen da runter. Ah, okay, wir müssen zum Meditationspunkt zurück. Ich weiß nicht mal, wie wir da... Wahrscheinlich müssen wir jetzt den ganzen Rotz wieder hoch, oder? Den da will ich nicht.
Genau, und jetzt. Geradeaus durch. Aber das haben wir doch schon mal gemacht. Jetzt ist nicht wieder nach Runde zurück. Okay, solange es funktioniert, bin ich dem Spiel jetzt nicht böse. Können wir nämlich jetzt mit der Schnellreise wieder zurück. Okay, ja gut, es hat schon mal geklappt, teilweise. Besser auf jeden Fall wie in der letzten Drecksfolge. Die war absolut nur schlecht. Okay, kann weitergehen. So, genau, wir müssen hier nach unten. Die Frage ist, wie kommen wir nach da unten? Ich glaube, hier sind wir gar nicht schlecht bedient. Wir müssen in den Angelkanal zurück. Das heißt, wir müssen nach da unten. Genau, und dann da rechts wieder in das Loch rein. Ich weiß es jetzt nicht, wie es dann nachher wieder mit einer blöden Datenbank aussieht. Zerstörter Mond sieht eigentlich ganz gut aus. Soll ja auch angeblich alles auf der Karte anzeigen. Stier! Na, Mist! Jetzt geht mir nicht auf der Keks. So, weiter geht's. Karte. Okay, dann sind wir direkt schon hier. Okay, dann haben wir hier wieder mal was vergessen zu scannen. Jetzt schauen wir mal kurz. Ja, 75% der Gesamtdatenbank. Ich möchte gerne der zerstörte Mond. Alles klar. Okay, dann haben wir tatsächlich immer alles auf der Karte, was wir brauchen. Anglerkanal, da haben wir jetzt das Kleines noch nicht erkundet. Und zwar müssen wir noch ganz dahinter. Ja, das heißt, wir müssen jetzt die ganze Kacke hier nochmal machen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber anders geht es natürlich leider nicht. Wie komme ich denn da nochmal durch? Achso, ich bin in der falschen Richtung, oder was? Ja, tatsächlich bin ich hier falsch. Ich muss... Ja, stimmt, wir müssen nach dahin. Auf. Go Forest, go. So. Einer von euch sollte ich bringen, du Affe. Zu weit. Was ist hier mit? So, die Tür. Na, hör mal. Na, hör mal. Oh, du Idiot. Das Timing passt schon wieder überhaupt gar nicht. Oh, du kleiner, dreckiger Knecht. Jetzt. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen weiter nach. Nee, nicht zurück, wir müssen nach da. Oder? Nach da. Ja.
glaube, manche Passage kann man halt mit diesem Schuh abkürzen. Führe ich noch die ab. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen da drüben die Abkürzung noch aktivieren. Es heißt es, du oder ich! Jetzt reicht's mir, jetzt töte ich euch alle. So, okay. Da ist noch eine Truhe. Okay, Moment kurz. Ich will jetzt kurz die Abkürzung da freischalten, die mir noch nicht freigeschaltet wurde. Ja, da ist die Truhe oder wie? Nee. Heb dich doch, Idiot. Ich glaube, hier geht's. Nee, dann müssen wir noch mal kurz zurück. Wo steht Ruhe? Da oben. Wie kommen wir da hoch? Sterben wir direkt. Hm. Dumm oder was? Wenn wir die Kiste verschieben. Wie kommen wir da hoch? Ah, auf der Rückseite, seht ihr es? Also in die Richtung gibt es irgendwas. Ah, Mann! Dieses scheiß Kabel ist. Okay, du bist so ein dummer Kerl. Hä? Das wäre doch easy gegangen. Oh, das wäre voll easy. Ich glaube, gäbe es da eine Klo-Version von dem Spiel, wäre dünnschiss. Halt deine Auge auf. Jetzt müssten wir alles erkundet haben, genau. So, jetzt müssen wir aber
hier. Ja, nach hier und dann nach der Orbe. Alles klar. Nach hier, nach Orbe und dann ganz nach links rüber. So. Ja, auf. Genau, alles klar. Dann waren wir vorhin schon wieder zu weit. Aber das macht ja nichts. Hä? Das wäre doch jetzt gerade gegangen. Also manchmal frage ich mich echt, was für ein loschter Vollidiot das ist. So, hopp. Überhaupt gar nichts. Außer das hier schon. So, hoch mit uns. Zack. In welchem Bereich sind wir jetzt? Achso, immer noch dort. Und das bringt uns gar nichts mehr, was ich gerade mache. Aber. Na. Ja. Irgendwie komme ich jetzt nach der Orbe. So, man klettert da einfach. Oh Mann, nur ein Pinne. Okay, dann haben wir jetzt den Bereich hier abgeschlossen, oder? Ja, das ist fertig. Das ist fertig. Dann geht es jetzt weiter im Montagebereich. Oder? Ja, zum Montagebereich. Das war der Bereich, den wir. Oh, sehr schlimme Aggression, die er wieder habe. So. Aber durch die Abkürzung ist es auf jeden Fall gar nicht schlecht. Denn jetzt können wir nämlich hier runterhopsen und sind dann direkt wieder unten. Beim Meditationspunkt. Aber ich glaube, wir brauchen gar keinen Meditationspunkt jetzt gerade. Weil wir nämlich unsere Folge. Ja, doch, wir brauchen ihn kurz, damit wir unsere Folge jetzt dann hier beenden können. So. Ich muss mich konzentrieren. Genau. So, chill, mein Freund. Ganz kurzer Moment. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.